So, jetzt versuchen wir uns direkt schon in Prestigeaufgaben. Und zwar versuche innerhalb von einem Match diesmal die Fledermausstatue zu besuchen, den hochgelegenen Pool und den Sitzplatz. Also da würde ich behaupten, das geht eigentlich mit viel Glück geht es auch solo, aber wir probieren es halt echt in Gruppenkeile. Also die Aufgabe wird definitiv nicht einfach. Außer die Zone fällt ziemlich gut. Ich sag jetzt mal, unser Bus kommt von oben runter, dann direkt zur Statue und die Endzone ist so shifted bereicht. Aber da müssen wir mal gucken. Wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch bis jetzt mit irgendeiner Aufgabe schon bereits helfen. Und als Dankeschön habt ihr mir ein Abo da gelassen, weil die alten Hasen unter euch wissen ja, Ladebildschirm gleich Like-Zeit, Kommentierzeit und Abo-Zeit. Also wenn du noch kein Abo da gelassen hast, dann bitte jetzt auf. So, was mit dem Passive-Code unten auf sich hat, wie gesagt, einfach in der Videobeschreibung gucken. Da ist ein Link, wo ich mich einmal vorstelle und wo das Gewinnspiel nochmal erklärt wird. Also alle 10 Abonnenten kommt eine Zahl hinzu und in jedem Video werde ich im Laufe des Videos die Zahl sagen. Also die nächste. Heißt, wer das Video guckt, weiß schon mehr als die anderen, die dann erst das Video sehen, wenn wir 110 Abonnenten haben. So, jetzt wird's lustig. Wir müssen quasi dahin, dann zur Insel und zum Stuhl. Ich hoffe, die Endzone ist jetzt. Ah, genau so sollte es nicht sein. Also werden wir es anders probieren. Und ich habe nur diesen einen Versuch. Ich muss jetzt quasi auf die Insel. Da direkt am Pool landen, da den Tanz machen, von der Insel direkt runter an den Stuhl, da den Tanz machen und dann kann ich eigentlich sterben. Dann ist es egal. Dann lasse ich mich auch sterben und gehe dann direkt zur Hantelfilz rüber. Genauso habe ich es mir auch eigentlich gedacht, nur dass wir den Vorteil haben und nicht der Gegner. Weil ich denke mal, da wird es jetzt von Gegnern wimmeln. Bin halt auch echt überlegen, ob ich runtergehen soll oder nicht. Bisher erst zum Stuhl und dann hoch. Ja, 2, 3 sind da definitiv. Ich kann jetzt nur schnell hin und wieder weg. So ein Pech, ey. So, bitte Zone. Ja. So, jetzt auf dem Stuhl landen. Ach, bitte, keiner, der mich sieht. Hey, die Insel verschiebt sich auch immer. Weil wo ich letztes Mal hier war, war der Punkt hier. So, nice. Die Aufgabe haben wir definitiv safe und satt. So, jetzt gucken wir mal, ob wir da oben ein bisschen Rambazamba machen können. Ich glaube, der rechnet nicht mit mir. Bis die mal geschossen hat. Ätzend. Aber egal. Oben hat nur einer einen Kill kassiert. Ich bin's. So, jetzt direkt hier hinter. Gut, da werden wir mehrere Versuche ruhig haben, weil die Zone ist so nah. Aber wir versuchen trotzdem hinzugleiten. Da oben müssen wir hin. Aber es müsste eigentlich safe gehen. Also, dass es direkt im ersten Versuch klappt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ah, irgendeiner hat es genau andersrum probiert. Zack, Aufgabe geschafft. Sowas nennt sich Prestigeaufgabe. Kappa. Als ich die Aufgabe gelesen habe, habe ich gedacht, oh.
Aber es ist machbar. Ach, die ist auch wieder da, die Schallgedämpfte. Danina. So, mal gucken, was sie hier an Loot übrig gelassen haben. Also, wenn ich damit schon mal helfen konnte, wie gesagt, Aufgabe ist beendet. Und dann gerne ein Like da lassen. Wenn noch kein Abonnent bist, gerne auch ein Abo. Und darfst auch gerne was Nettes in die Kommentare schreiben, aber nur nette Sachen. So, wie immer, wir machen hier schön gemütlich zu Ende. In einer Runde, ne, eine Pistole wäre nicht schlecht. Jetzt muss ich ja darauf achten, dass ich hier die Kackwaffen mithole. Und dann habe ich wieder echt das Problem, weiß ich jetzt schon, Explosionswaffen erstmal eine überhaupt finden. So, da haben wir schon mal eine Pistole, wenn es als Pistole zählt, aber ich denke mal schon. Nur die Aufgabe werde ich eh nicht in der Mission hier jetzt schaffen. Ich schätze mal, da werde ich ein kurzes Video drüber machen, weil das ist, wird wahrscheinlich Zufall sein, wenn ich die schaffe. Oder habt ihr eine Idee mit Explosionswaffen? Zählt da auch der Roboter? Weil da bin ich, ist ja im Prinzip keine Waffe. Weil das ist ja ein Fahrzeug. Ja, Gegner im Anflug. Nach seinem Namen war alle Ehre. Hier liegt auch nichts rum. Ich meine, Munition haben wir ja ein bisschen dafür. Ja, jetzt finde ich Boogie-Bomben, hast du nicht gesehen. Das ist ja immer so, ey. Gucken, ob hier vielleicht. Fast dran vorbeigerannt. Das ist schon lieber die Pistole mit. Hat er mich gehört? Ja, es deckt natürlich. Ah, die Waffe ist schön. Also die Waffe gefällt mir. Hab's auch schon lange nicht mehr gespielt. Na klar, zwei Kills. Easy direkt Schaden draufgehauen. Da gefällt einem jede Waffe. So. Der hat doch, wenn überhaupt, noch 5 Leben. Sehr schon. Zwischenfall. Bruder, muss los. Was ist denn das? Oha. Alter, wenn das kein Horror ist, dann weiß ich auch nicht. Was ist das für eine Hütte? Ich habe gar kein Scharfschützengewehr.
Läuft bei mir. Natürlich nichts Gutes in dem Sinne. Auf jeden Fall nichts, was ich gebrauchen kann. Ja, hier ist noch eine Kiste, aber in der Kiste ist, glaube ich. Hätte die eine Salve getroffen, wäre sie weg. Eine Rot-Caption, die ich als Holo-Karte habe. Was ist denn für ein Feigling? Bester Kill ever. Das war mal 200er IQ-Kill. Der war nicht schlecht. Krass. Da muss man einfach drauf kommen. Ach, vor allem die ganze Scheiße fällt da auch runter. Nichts, was Explosionsschaden macht. Mann, Mann, Mann. Guck mal, wie ein Gear haben wir. Jetzt müsst ihr eigentlich echt mal gucken, ob hier. Das. Ob das geht mit den Robotern? Ich sehe gerade gar keinen. Ach, hier liegt auch nichts rum, was Explosionsschaden machen kann. Ich bin voll drauf, aber irgendwie doch nicht richtig. Mann, Mann, Mann. Sehen die hier Gegner? Das dauert einfach zu lange. Ja, wenn es dann noch leckt, komm. Echt, ey. Kann doch nicht sein. Ich meine, wenn ich verliere, ist ja okay, aber nicht, weil es leckt.
So, wie gesagt, ich hoffe, ich konnte euch mit der Aufgabe helfen. Ihr habt ja gesehen, wie es laufen kann. Es kann bei euch natürlich ein bisschen länger dauern, aber lasst gerne ein Abo da. In dem Sinne, haut rein, bis zur nächsten Prestige-Aufgabe.